Und dann wundert man sich, warum immer mehr Leute die AfD wählen. Der tiefste Grund scheint mir zu sein, dass man die AfD nun jahrelang versucht, mit Zauberworten, die das Böse bezeichnen, zu belegen und auf diese Weise sozusagen um ihre Existenz zu bringen. Aber bloß weil ich eine Partei als gesichert rechtsextrem bezeichne, habe ich noch nichts daran verändert, dass es für viele Leute auch nicht extremistische Gründe gibt, die AfD zu wählen, weil sie einfach sagen, ansonsten geht die bisherige Politik, die unser Land in der Wahrnehmung vieler AfD-Wähler vor die Wand fährt, geht die bisherige Politik weiter. Der Grundfehler war der, nicht ernst zu nehmen, warum die AfD so stark geworden ist, warum so viele Bürger mit dem bestehenden System unzufrieden sind. Wir sind also weiterhin in jener Spirale, in der wir die politische Auseinandersetzung mit der AfD vermieden haben und gehofft haben, durch Zauberworte für das zu bannende Böse und durch Gerichtsverfahren samt gerichtlichen Erklärungen würde man ein Problem los, das nur politisch zu lösen ist.